Es geht, Gang. Wir streamen heute Abend wieder um 18 Uhr. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge Craft Attack, die anders belastend geworden ist. Und wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, schaltet heute Abend um 18 Uhr den Stream ein. Bis gleich. Ey, das soll in mein Haus sein! Ey! Jungs, ey, ey! Ich hab da keinen Bock drauf, Alter! Craft to the Attack, was geht ab, Alter? Was geht ab? Seid ihr gut drauf, oder was? Revi, machst alle Chicks klar. Geil! Was soll das hier? Das hab ich so nicht gebaut. Wo kommen diese ganzen Hühner her? Wo kommen... Das ist ein lustiger Prank, ne? Weil ich mache alle Chicks klar und dann hat hier jemand überall Hühner hingesetzt. Mega funny, Alter. Komm im Jahre 2004 an der Stelle. Sau lustig. Nö. Keine Ahnung, ich verstehe halt nicht, warum und wer das war. Ja, nee, ist lustig mit den Hühnern, ist sau funny. Da muss ich tatsächlich... Och Mann, Alter, guck mal hier, what the fuck? Leute, ich schwör's, Digga, Craft Attack, immer jedes Jahr das gleiche, Mann. Das kann's doch nicht sein. Könnt ihr mir doch erzählen. Pisst euch jetzt hier, bevor ich vermehrt, Alter, haut ab. So, den Snack holen wir uns hier unten, Alter, die Chicken Wings gönnen wir uns rein. Ja, schreibt's mir in den Chat, Leute, wer war's, sagt's mir. Halt, sau unlustig und nervig einfach nur. Keine Ahnung, Alter. Funny Joke, Patrick, Alter, wirklich. Mach's alle Chicks klar. Mega gutes Wortspiel, wirklich. Spricht einfach nur für deinen IQ. Zeigt einfach nur, wie unglaublich. Mein Gott, wo ist dieses Huhn, Alter? Hä? Wo sind die denn? Hä? Mann, Alter. Ich raff halt nicht, warum. Das ist doch meine Armbrust. Hühner sind alle tot. Perfekt. Gut, dann können wir jetzt anfangen, mit verschiedensten Menschen den Kontakt hier aufzunehmen. Also. Ey, irgendein Lelek hat hier überall Hühner bei mir hingemacht in mein Haus. Ich war das nicht. Also das war safe. Verpiss dich, Mann. Was machst du im Channel? Ich wollte dich nicht gemoved haben, Alter. Verpiss dich. Na, hä? Wie, hä? Du hast das gemacht. Patrick war die ganze Zeit bei dir am Haus und hat da irgendwas gemacht. Nein, Junge, das aus welchem Grund schon wieder, Alter? Ja, als wenn ich Hühner habe. Patrick, so schnell ist es nicht. Ich will nur zu Recht angeschimpft werden. Nicht, wenn die Sachen, die ich nicht gemacht habe. Patrick, meine Allmanns haben mir was geflüstert. Was lachst du so hässlich? So, Patrick, ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, dein Bauvorhaben da abzubrechen. Oder wir beide kriegen ein Problem. Was für ein Bauvorhaben? Du weißt, wovon ich talke, mein Gutester. Patrick baut gerade unter meinem Haus ein Haus. Patrick, guck mal, das Ding ist... Guck mal, ich bin 150 Blöcke, mehr als 150 Blöcke entfernt von dir. Ja, aber du verstößt gegen diese eine Regel in Craft Attack. Und die wisst? Nein, sei kein Arschloch. Okay, das ist kein Arschlochverhalten. Das ist richtiges Arschlochverhalten. Du bist der größte Arschloch in Craft Attack, Junge. Ich gehe jetzt da runter, guck mir das jetzt an. Ich zähle auch die Blöcke ab. Und wenn mir da irgendwas nicht passt, mache ich es einfach kaputt. Und ich habe keinen Respekt vor deinem Eigentum oder vor dir als Mensch. Nur, dass du es weißt. Okay? Das ist schon mal das Erste. Warte mal, ist das hier schon dein Haus? Ist das hier etwa schon... Alter, ich bin okay, bei dir. Hier, ich hab genug, das reicht. Hier steht ein Schild, Petter. Das sind keine 150 Blöcke, mein Gutester. Baby, ich geh jetzt in dein Haus, okay? Nein, verpiss dich. Nein, du verpiss dich aus deinem Haus. Mann, Alter. Patrick, Junge, wo bist du, Alter? Eingang ist bei der Kohle. Wenn du in deinen Keller gehst, gehst links an. Der hat er sich ein paar Blöcke eingegraben und dort geht ein Wasserschacht in seine Base. Ah ja, Patrick, okay, gut. So, Patrick, ich geh jetzt da runter. Und wenn das jetzt nicht bewahrheiten sollte, was mir gerade erzählt worden ist... Hör auf, Digga. Verpiss dich hier. Was machst du mit meinem Grundstück? Ich gehe 150 Blöcke. Hör auf. Rebi. Warte, verpiss dich, wenn du mich jetzt umbringst, ne? Ich sag's dir nur. Leg dich nicht mit mir an, ich bin nicht mehr so schwach. Ich würde mich nicht mit mir anlegen. Okay, ich kill dich. Wenn du jetzt einen Stärketrank reinziehst. Rebi, ich würde mich nicht anlegen. Ich hab alles. Gold, Apple, alles, Digga. Es ist nicht mehr so eins, das mich weglässt. Okay, wir machen's anders. Kevin? Ah, Digga, er muss immer Verstärkung holen. Nee, Digga, ich verpiss dich von meinem Haus. Ja, ich gehe. Du findest nur die Base von Patrick hier unten. Welche Base? Zeig mir das mal, Spark. Wo denn? Nein, Spark, er soll das selber finden. Zeig's mir einfach, bitte. Reg das tatsächlich auch ein bisschen auf, aber Patrick hat sich einfach direkt eine Base unter dir gebaut. Ja, fand ich gar nicht cool, Alter. Das gibt eine Anzeige. Wir müssen Patrick umbringen. Er hat mich gerade angegriffen, in meinem Haus. Du hast mich zuerst angegriffen. Ja, weil du Hausfriedensbruch begangen hast. Da haben wir es doch. Wie du Gifttränke hier machst, du elendiger Hund, Alter. Wo bist du? In deiner Base. Was? Guck mal, Patrick, du hast folgende Möglichkeiten jetzt, Digga. Was soll das? Nein, du hast folgende Möglichkeiten. Entweder du verpisst dich oder ich sorge dafür, dass du dich verpisst. Digga, du bist wirklich direkt unter meinem Haus, du Schwanz, Alter. Verpiss dich, 150 Alter. 150 Blöcke? Du hältst ja nicht mal deine eigenen Regeln ein. Guck mal, das Ding ist, Patrick, du baust einfach unter meinem Haus eine Base, Alter, mit einem Aufzug nach oben zu mir. Verpiss dich, Alter. Es ist so dermaßen langweilig. Ich raff nicht, warum man das tun sollte. Aber ihr werdet mich vermissen. Ihr werdet vor Langweilig hier sterben. Guck mal, warum machst du das? Verpissst du dich jetzt oder was? Gehst du jetzt einfach so weg? Ja, genau, weil ich werde hier von Kevin und Spark extrem fertig gemacht. Also ich werde dich nicht vermissen, wenn ich ehrlich bin, Patrick. Nein, weil ich kenne dich. Du kommst eh wieder, wenn dir langweilig ist. Ja, ich gehe. Ja gut, dann geh jetzt. Geh. Also, geh. Jetzt ist heute... Wollt ihr das wirklich? Wollt ihr wirklich, dass ich gehe? Ja. Muss nur gucken, was ich brauche. Spinnenauge.
Hey, hör doch auf, Rewe, ich gehe schon. Du, also, geh. Das ist jetzt richtig kindisch von dir. Geh. Ich such halt nur meine Sachen. Geh. Ja, geh. Hier. Geh. 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 Ich will doch auf mich zu killen. Ich werde dich nicht wehren. Geh. Geh. Mich jetzt. Oh, tot. Das wollte ich nicht. Wirklich nicht. Aber ich musste das machen, Petrit. Spark, nimm mal kurz die Sachen von ihm, bitte. Was? Volles Inventar. Spark, hör auf! Okay, warte, jetzt muss ich Petrit lauter machen, weil jetzt leidet Petrit. Das ist gut zu hören. Das war ein Fehler, Revi. Ganz ehrlich, Leute, guck mal, das Ding ist, ich bin so sehr abgefuckt worden von ihm. Ich komm da wieder hin, alles ist voller Hühner. Der ganze ich hab da keinen Bock mehr drauf, Mann. Das könnte man nicht nachvollziehen. Das war ich nicht. Das soll Missverständnisse entstehen. Das warst du. Ja. Max, das ist der dümmste Prank, den man bei Crafthack machen kann. Dafür werde ich jetzt einmal deine Warzenform betätigen. Nein, ich weiß natürlich nicht. Natürlich warst du das, Alter. Ich hab Romatra gesucht, da musste ich ja durch deine Base, hab die ganzen Hühner gesehen und dachte mir, nice Prank. Hätte von mir sein können, aber ich war's echt nicht. Junge, das ist der bloßte Prank, den es bei Crafthack gibt. Das ist dein Haupteingang. Opfer Romatra, nee, was ist das denn, Alter? Was? Was ist hier mit dem Glas? Das Glas wird noch schöner. Ja, das Glas wird noch schöner. Da habe ich nicht. Boah, Junge, ich will da schon Lava drüber kippen. Das kotzt mich ja jetzt schon richtig an. Alter, der arme Revi, der braucht. Aber guck mal hier, das hier sieht doch lässig aus, oder? Und jetzt pass mal auf. Ja, ist ein Fahrstuhl. Füll mal den Knopf hier. Ja. Nein, ist kein Fahrstuhl. Ja. Oh. Wow. Okay, guck, was ich kann. Basti, kommst du? Das war cool, oder? Nichts dazu gesagt, dass ich so lässig hier runtergekommen. Max, das ist nichts Besonderes. Das ist ganz neu. Das ist nicht ganz so, das gibt ja der 1.8. Die Redstone-Schaltung ist noch nicht gebaut, die muss noch gemacht werden. Das ist das letzte Ding. Revi, was? Wieso? Was passiert? Ja, guck mal an, was passiert ist. Oh, Revi, das ist ja low. Das ist doch ultra, überhaupt nichts. Alter, warte. Ich muss dann nur noch das Glas verkleiden, dann ist sie komplett fertig, dann kannst du deine Farm richtig benutzen, Max. Ja, ich brauch sie nur noch ein, zwei Mal. Danach müssen wir... Willst du mich verarschen? Nein, wir haben das schon gekriegt, das ist alles easy. Wir tun da einfach, wir ersetzen den Soulset, das mache ich selber, mit normalem Stuff. Geil. Und dann können wir da irgendwie Kartoffeln oder Karotten oder so machen. Du bist so ein Kerl, Max. Wir setzen nur die Erde und die Warzen. Mhm. Mit rote Beete zum Beispiel. Wir machen ganz kann man noch was für rote Beete, Alter, Bot. Ich glaube, du brauchst echt mal irgendwie ein Verteidigungssystem um dein Haus mit. Irgendwie. Ja, wie geht denn das? Ja, lass mal gucken, was machbar ist. Oder wenn dich Petrit nervt, kannst du den auch einsperren in so einen Mechanismus, dass der sich nicht mehr bewegen kann. Das heißt, bis dieser Mechanismus deaktiviert ist, kann er sich nicht mehr bewegen. Ist ganz lustig. Können wir ihn da rein jibaden? Ja, würde funktionieren. Okay, was ich empfehlen würde, ist eventuell hier so eine Art kleinen Vorraum zu machen, indem man eine Sicherheitstür baut. Ja. Und dann entweder per Code oder per Schlüssel-Item. Und wenn man das Falsche eingibt, wird man instant hier gestrikt, gekillt oder was auch immer. Können wir machen, fände ich geil. Romatra, wie ist denn das, so ein Wurm zu sein? Yep. Also so wirklich zero Rückgrat zu haben, sag mal. Manchmal ziemlich schwierig. Ist nicht sau eklig, sag mal ehrlich, Alter. So wie alle Leute hinter sich zu lassen, einfach zu backstaben, Romatra. Das ist schon wirklich echt eklig, Alter. Du hast mir vorher gesagt, dass ich Snitch sein soll. Du hast mir den Tipp gegeben, sei der Snitch. Krass, Alter, dass du auch die Snitch, Romatra, das ist halt das Krasse, ne? Snitch. Max, kannst halt small. Was denn? Ja, was denn? Okay, was denn? Was hier, Alter? Snitch. Oh, ja, hat jemand eine Falle gestellt in meiner Warze. Was laberst du für eine... Hier hat jemand eine Falle in meiner Warze gestellt, Max. Hörst du dir denn noch selber zu, ist die Frage, Alter. What the fuck, Junge? Du bist ja braindead ass. Das hab ich noch nie in Minecraft gesehen. Was ist das, Zuschauer? Ja, das sind die Pfeile, die Max da schön fleißig ins Wasser geballert hat. Digga, die sind jetzt... Meine Pfeile sind 24 Stunden im Aufzug stecken geblieben und haben mich gerade getötet. Ja, die spawnen. Alter, Junge. Das ist ja auch der dümmste Minecraft-Tod aller Zeiten, oder? Ich hab vor 24 Stunden Pfeile hier reingeschossen und die haben mich jetzt getötet. Ich brauch echt mal Hilfe von dir. Wieso machst du die? Wie das mit dem Schwert abbaut. Ich hab nichts anderes. Besser eine Axt geknallt. Alter, Max, das sieht wirklich aus wie ein blutender P, Alter. Max, möchtest du mir ganz kurz erklären, was das für ein Bauprojekt da sein soll, Alter? Das ist die Himmelswarze. Ja, Leute, aber bitte bei Kevin, kommst du mit dir hoch? Wo bist du denn, Revi? Bei mir im Haus. Okay, was soll ich denn da? Mich beschützen vor Petrit. Hä, der ist doch unsichtbar, den kannst du doch easy töten dann. Wenn der unsichtbar ist, Alter, dann sehe ich den ja nicht. Darf bitte nicht benutzt werden, bitte vorher fragen. Ey, der zündet mein Haus an! What the f***? Was? Ey! Der zündet mein komplettes Haus an! Jungs, ey, ey! Komm mal bitte hin, komm mal bitte schnell hier hin! Ich hab auch ein Wasser immer dabei. Oh mein Gott, dieser Mistkörper, Alter. Da geht's schon los. Der mein komplettes Haus zum... Nein! Da wird wieder ein ganzes Haus zerstört. Hat der Langeweile oder was ist gerade wieder los? Oh Junge, was soll denn das, Mann?
Ey, Spark, Digga, können wir bitte bannen jetzt mal ehrlich, Mann? Ich hab da keinen Bock mehr drauf, Alter. Kann Spark nicht zugestimmt, das muss Spark und Early Boy entscheiden. Ich ja, Junge, schon von hier brennen. Es gibt eine Regel, sei kein Arsch. Und er macht nicht. Digga, ich hab keinen Bock so auf das Projekt, Mann. Ich sag mal so, ein ganzes Haus abfackeln, das ist halt eigentlich auch eine Grenze, die man ich so. Hab nicht ich hab ihn hier auf jeden Fall gerade weglaufen sehen. Drauf, Alter. Ehrlich nicht. Die Feuerwehr ist unterwegs. Wie geil. Feuerwehr. Hey, Junge. Der hat sogar noch oben mit Holz den Aufzug zugebaut, damit wir nicht hochkommen. Ja, ja. So ein richtiger Räudiger, Alter. Zum Glück bin ich zu irrelevant, dass er mich wenigstens in Ruhe lässt. Ja, wie geil. Wir durchgehend nur auf mich und Revi geschossen. Ja, ich raff halt nicht, was er sich davon verspricht, Kevin, Mann. Aber selbst wenn wir, guck mal, selbst wenn wir ihn umgebracht haben, Digga, selbst wenn wir ihn umgebracht haben, was haben wir davon, weißt du? So, wenn er eine davon? Diskussion mit dir führen würde oder dich bedrohen würde, was weiß ich, okay, so ein bisschen Roleplay in die Richtung, meinetwegen, aber das macht er ja alles nicht. Das ist ja einfach nur sinnlos, komplett sinnvoll und du hast da ihr gar nichts von. Der erfahrene Minecraft-Spieler, es muss irgendeinen Weg geben, wie wir ihn spawn-chatten können. Es muss es geben, mein ganzer Chat vor. Ja, ich so bin geil dabei, Alter. Hätte das Bett nicht abgebaut, hätten wir ihn spawn-trippen können. Dann machen wir den ganzen Spawn mit Obsidian einbauen, dass er keine Metze hat. Ja, aber dann, was mit anderen Spielern, die oben haben Pech gehabt, dann dürfen die. Lassen wir raus. Ja. Wir dürfen einfach nicht sterben, jetzt mal kurz. Hat jemand TNT? Halt's Maul, hat jemand TNT? Bra. Kevin? Hat jemand mal ein bisschen Kleingeld? Max, töt ihn! Zack! Ja! Alter, hat er einen Fehler gemacht. Sein erster Fehler war, auf meine Himmelswarte zu kommen. Okay. Sein zweiter Fehler war, den Fisch im Wasser zu bekämpfen. Ihr seid die Größten. Wirklich die Größten. Wir werden dich jetzt zerstören. Wieder die Ratten. Komm, respawn, Kevin. Patrick, komm. Hätte du alter Zerstörer. Wo ist die Gerechtigkeit? Respawn die Gerechtigkeit? Jetzt, los! Wo ist die Gerechtigkeit? Wo ist sie? Oh, sch. Oh, wir haben ihr müsst alle gehen. Ich hab aus den Early abgeschossen. Also ich hab aus Versehen Stegi abgeschossen. Oh. Gut getroffen, ihr habt meine Reflexe gesehen? Wer hat Petrit, wo ist Slammer Gamers Time? What? Jeder Einzelne, der auf mich einschlägt, ne, wird bereut. Das ist die Gerechtigkeit, Petrit! Stirb! Petrit, spür die Gerechtigkeit! Ich Probleme jetzt. Ich respawn nochmal. Jeder der Einzelne, der seine Hand erhebt, ne, wird nicht mehr Spaß haben. Okay. Mach. Spaß. Spawn. Gerechtigkeit! Das ist Mobbing. Das ist Mobbing in Minecraft. Also wirklich jetzt. Ihr zieht das jetzt durch. Natürlich. 82. Wow. 83. Jetzt lachen die, ne? Ich glaub's nicht. Gerade nach 84, Weinen. Das geht sau schnell. Junge, Max, Alter! Das kommt mir vor wie ein neues Minigame. Ja, irgendwie schon, wie wir einfach hin und her schlagen. Gut zugespielt, Gamers Time. Stark. Okay, pass. Pass. Und Steifers! Wird er reingeschmettert, Alter! Dann, nein, stopp! Max, lass es doch! Max, Alter, beruhig dich! Beruhig dich, Max! Ich werde jetzt voll im Modus, egal wer das gewohnt wird, getötet! Chill mal kurz! Chill! Ja! 100! Geil, Alter. 100 Tote. Geil, Mann. 100 voll. Richtig gut gespielt, Leute. Wer hat hier unten den Kondensator? Okay, jetzt alle schnell wieder zurück, da wo wir hergekommen sind. Alle an unseren Projekten weiterbauen. Gut, wir haben viel vor. Krieg ich meine Axt und Schaufel. Axt, Schaufel, abgelehnt. Ja, Joe, also es ist gerade, du merkst halt, ich bin unter ständigem Beschuss hier. Ich habe keine ruhige Minute. Es ist wirklich für mich als Mensch hier gerade unsäglich stressig. Es ist wirklich nicht einfach, ja. Das kann ich verstehen. Schön, dass du da die The Joecraft Safe GmbH und Co. KG gewählt hast, dein Haus zu verteidigen. Ja, ich hoffe nur, dass es nicht kostet. Das ich habe nämlich nein, kein das Geld. Nein, kostet nichts. Wir sind Ehrenmänner. Wir machen das auf Ehre. Für Ehren war es. Das ist schon mal ein Angebot. Das nehme ich doch gleich mal an. What the fuck? Sollte man ganz hier hat jetzt jemand gesprankt, aber das war. Ich wollte dir das noch geben. Ja, vielleicht brauchst du das nicht, weil ihr seid reich. Nein, alles Baby. Gut. Dankeschön, Patrick. War das jetzt ein Friedensangebot? Medium rare, ja. Wie medium rare? Bist du behindert? Das ist, wie man Steak isst. Ja, ich weiß, aber es gibt ja auch well done und sowas. Und um deine Frage zu beantworten, ja, war vielleicht, aber du hast mir halt zwar nicht alles gegeben, aber ist okay. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich damit umgehen soll, Peter. Ich würde das jetzt einfach mal. Peter, das sind meine Diamanten. Du hast meine. Nee, das sind meine Diamanten. Die waren aus meiner Kiste. Unvergiftet. Ja, Joe, Ehrenmove, danke für die Hilfe an der Stelle hier. Ne? Das ist gerne, mehr als appreciated von mir und meiner Community. Dann zeige ich dir mal was. Gut mein gutes also erstmal hier, bitteschön, das ist für dich. Das ist dein Schlüssel, ich gebe dir erstmal so, bitteschön. Hast du? Ja, habe ich. Ich habe die Todesfalle jetzt erstmal noch. Also die Todesfalle tötet noch nicht, damit wir es einmal testen können. Ja. Rausgehen ist relativ easy.
Zum Reingehen einmal das Schlüssel-Item dort rechts in den Dropper legen. Bin durch. Rechtsklick, muss reinklicken. Boah. Das kommt wieder zurück. Geil. Okay, und jetzt gehen wir raus und jetzt wirf mal irgendwas anderes rein. Top. Ah! Alter, so. Mega. Und that's it. Und du kannst jetzt diesen Schacht, ich habe jetzt hier meine Leiter gelassen, du kannst diesen Schacht jetzt so tief machen, wie du möchtest und da machen, was du Lust hast. Die Technik wäre jetzt aber erstmal so weit abgeschlossen. Ist ja mega, Alter. Geil, vielen, vielen Dank dir. Joe Crafter, ja. Joe Crafter ist falsch. Gerne. Joe Craft, vielen Dank dir. Macht's gut, wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder oder 19 Uhr oder sowas. 18 Uhr, weil 19 Uhr ist 18 Uhr morgen. Also, auf Wiedersehen, Leute. Tschüss, hab euch alle ganz doll lieb.